Hallo, willkommen zu Tipps bei Ella. Wir werden heute eine Nutella-Glastorte zubereiten. Dafür brauchen wir einmal sechslagigen Tortenboden mit einem Durchmesser von 18 cm. Wie man den Tortenboden zubereitet, findet ihr auch unter meinen Videos. Ich werde hier einmal hellen und dunklen Tortenboden benutzen. Die Mengeangaben für diese Tortenbodengröße findet ihr hier bei YouTube unter diesem Video in der Infobox. Um die Tortenböden zu einem Nutella-Glas zuzuschneiden, habe ich hier eine Vorlage fertiggestellt, indem ich einmal ein Nutella-Glas von unten gezeichnet habe und das gleiche nochmal mit dem Deckel, da es oben an den Seiten breiter wird. Für den Deckel brauchen wir natürlich auch eine Vorlage. Die Vorlage habe ich passend zur Tortenbodengröße von 18 cm vergrößert. Damit ihr es einfacher habt, werde ich euch die Vorlage natürlich auch hochladen. Wir nehmen eine Lage Tortenboden und fangen von oben an, den Deckel zu schneiden. Schneiden dann aus zwei Lagen Tortenboden den unteren Bereich zusammen mit dem Deckel zu, da es oben breiter wird. Als letztes schneiden wir aus drei Lagen Tortenboden den unteren Bereich. Anschließend legen wir den untersten Tortenboden auf eine Tortenplatte, legen Backpapierzuschnitte drunter, damit die Tortenplatte auch sauber bleibt. Verteilen Tortencreme darauf. Dies hier ist eine Nutella-Creme mit Sahne. Wie man diese Creme zubereitet, werde ich euch in den nächsten Tagen auch hochladen. Natürlich könnt ihr auch eine andere Creme benutzen. Dann machen wir abwechselnd weiter mit Tortenboden und Tortencreme. Da die Torte hoch und schmal wird, stechen wir Holzspieße in die Torte, damit sie auch stabil bleibt. Damit die Torte auch fester wird, lassen wir sie am besten über Nacht gut im Kühlschrank kühlen. Nachdem die Torte gut gekühlt ist, schneiden bzw. korrigieren die Torte passend zum Nutella-Glas. Anschließend bestreichen wir die Torte mit Ganache. Dies hier ist eine feste Schokoladenmasse, die die Torte stabil hält. Wie man sie zubereitet, findet ihr auch unter meinen Videos. Allerdings solltet ihr die Ganache auch einen Tag vorher zubereiten, damit sie ihre Festigkeit erreicht. Am besten teilen wir die Ganache in zwei. Und nachdem wir die Torte mit ersten Teil Ganache bestrichen haben, lassen wir sie circa eine halbe Stunde kühlen und streichen sie wieder mit dem zweiten Teil Ganache glatt und lassen sie wieder kurz kühlen. Als nächstes werden wir die Torte mit Sahne dekorieren, damit sie auch wie ein echtes Nutella-Glas wirkt. Dafür brauchen wir ca. 4 Päckchen gekühlte Schlagsahne und 4 Päckchen Sahne steif. Wir fügen die gekühlte Schlagsahne und Sahne steif in eine Schüssel und schlagen sie steif zu einer Creme. Unterteilen die Creme in mehrere Teile und mischen sie mit den entsprechenden Lebensmittelfarben. Diese hier sind Pastenfarben von Dekoback. Und stellen sie kühl, bis wir sie wiederverwenden. Anschließend markieren wir mit einem Zahnstocher den Bereich, wo es weiß wird. Wir befüllen eine Garnierspritze mit weißer Creme und bedecken den mit dem Zahnstocher markierten Bereich und verteilen sie dort. Nun zeichnen wir wieder mit einem Zahnstocher das Nutella-Bild vor. Statt dem Namen Nutella können wir unseren Wunschnamen darauf schreiben. Und nun befüllen wir die Garnierspritze mit den verschiedenen Farben und bespritzen mit dem Zahnstocher markierten Bereiche. Die Holzspieße können wir jetzt herausziehen und den Deckel mit weißer Creme bestreichen.
Da die Ganache noch durchscheint, verteile ich hier nochmal weiße Creme. Das könnt ihr natürlich auch vorher machen, damit euch das gleiche wie mir nicht passieren kann. Damit der Deckel auch wie der vom Nutella-Glas aussieht, können wir mit einer Teigkarte, der an den Seiten Zacken hat, auch die Seiten damit entlang gehen. So, fertig ist die Nutella-Glastorte. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wünsche euch viel Spaß, wenn ihr sie selber zubereitet. Alle Infos zu dieser Torte findet ihr hier bei YouTube unter diesem Video in der Infobox. Für Fragen könnt ihr mich jederzeit anschreiben. Wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!